Hallo Fightfans, ich bin's hier, Maxim von Ground & Pound TV und stehe zusammen mit dem UFC-Fighter Dennis Siver, der letztens noch erfolgreich in Sydney gekämpft hat und George Sotiropoulos, also für viele überraschend geschlagen, aber für dich war es wahrscheinlich nicht so überraschend. Ja, überraschend nicht, das war nur eine Sache der Vorbereitung, ich war gut vorbereitet, ich bin sicher in den Kampf reingegangen und ja, meine Taktik ist aufgegangen und so war der Kampf. Ja, du hast eine sensationelle Takedown-Defense gehabt. Ja, wir haben extra dafür viel gearbeitet, also sehr viel Takedown-Defense trainiert, sehr viel mit den Ringern gearbeitet. Alles, damit man mich nicht so einfach auf den Boden bekommt. Ja, also man muss ja wirklich sagen, also Dennis, du hast ja, also letztens schon gegen André Winner hat man gedacht, das wäre die Performance seines Lebens gewesen. Dann hast du mit dem George Sotiropoulos noch einen oben drauf gelegt. Wo soll das denn mit dir noch enden? Ja, ich hoffe, dass es bei dem Weltmeisterschaftskampf endet und mit dem Titel endet. Ja, nee, vollkommen richtig. Ich glaube, aber mittlerweile kann man wirklich optimistisch sein. Es gibt ja wirklich nicht mehr viele Leute, wo man sagen kann, von wegen, die jetzt wirklich auf dein Level kämpfen. Du legst immer wieder eine Schippe drauf. Ja gut, die Welt ist ja groß. Es gibt in der Welt auch noch paar gute Jungs. Aber ich bin auf dem guten Weg dahin. Und ja, mal sehen, vielleicht klappt es nächstes Jahr mal mit dem Titel oder so. Ja, es ist momentan noch etwas eine verfahrene Situation, gerade im Leichtgewicht halt, ne, dass der Rückkampf erstmal geben muss zwischen Edgar und Maynard. Dann steht ja auch noch Pettis in der Warteschleife. Und was denkst du, wie viele Kämpfe brauchst du denn noch bis zum Titel? Was würdest du denn selber einschätzen? Ja, also so wie ich das denke, wenn ich noch 2 Kämpfe gewinne, dann könnte es passieren. Also nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahres oder so, oder also wenn ich die 2 gewinne. Und Dennis, du bist jetzt auch hier auf der FIBO und bist am Tap-Out-Stand und wie kommt es, dass du hier hinkommst? Und ja, ich bin hier am Stand von meinem Sponsor, Tap-Out Deutschland und Bodis. Ja, gebe hier ein paar Autogramme und ja, erzähle mit den Leuten und so weiter, treffe mich mit den Fans, helfe ein bisschen hier im Verkauf und so weiter. Ja, alles für meinen Sponsor. Und du bist jetzt auch die ganzen Tage hier oder? Ich bin bis Sonntag hier, alle 4 Tage. Also kann man wirklich sagen, also alle Fans, die mal den Dennis wirklich persönlich treffen wollen, ist ein lieber netter Kerl, kommt einfach vorbei, kriegt ein Interview von ihm, kriegt Autogramm von ihm, könnt ihn ansprechen, alles was ihr wollt. Der Dennis ist echt so ein Typ, der ist so super zugänglich und ja, also wie gesagt, kommt vorbei, trefft ihn selber. Was steht bei dir als nächstes an, Dennis? Ja, als nächstes kämpfe ich jetzt am 2. Juli in Las Vegas gegen Matt Wyman. Das wird mein nächster Gegner sein. Ja, die Vorbereitung hat noch nicht angefangen, erst ab Mai wieder. Jetzt habe ich noch etwas Zeit hier für so Sachen, für Promotion und für Sponsoren. Danach geht's ins Training. Und Matt Handsome Wyman, der war ja, ist ja auch so ein Tough-Veteran, der hat ja auch früher in der Tough-Shuffle mitgemacht und so. Gibt es irgendwas, was du speziell für ihn vorbereiten möchtest, oder? Eigentlich noch nicht. Also ich habe die Kämpfe noch nicht so genau analysiert, aber so wie ich ihn kenne, macht er alles. Man muss da überall aufpassen, im Stand wie auf dem Boden. Und ja, das wird so wie immer sein. Die gleiche Vorbereitung mit so Kleinigkeiten, was auf ihn persönlich ausgerichtet ist. Aber da habe ich noch etwas Zeit, da muss ich mir noch Gedanken machen. Aber man hat ja auch beim anderen Winner-Fight schon gesehen, war wegen. Du hast ihn zwar im Stand angeklingelt, aber hast direkt mit das ein bisschen nachgesetzt. Also du bist auch im Boden richtig fleißig. Und du bist halt im Stand wahrscheinlich so gut, dass man den Boden bei dir nicht sieht, ne? Gut, ich versuche die Kämpfe da zu führen, wo ich mich am wohlsten fühle und das ist halt im Stand. Aber wenn es zu Boden geht, dann mache ich auf dem Boden weiter, weil ich trainiere genauso viel Boden wie Stand mittlerweile, wenn nicht sogar mehr. Ne? Und ich entwickle mich natürlich auch weiter, Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen Platz nach oben ist. Dennis, mit Sicherheit, so wie du es letzte Zeit gezeigt hast, ist mit Sicherheit noch Platz nach oben. Möchtest du noch irgendwas sagen, irgendjemand grüßen? Ja, ich möchte nochmal alle Fans grüßen. Wie gesagt, wenn ihr mich persönlich treffen wollt, kommt her zum Tap-Out-Stand. Und natürlich noch meine Sponsoren, also Tap-Out Deutschland, Bodis und Century MMA, das ist mein neuer Sponsor ab der Woche. Bei denen möchte ich mich auch bedanken. Also kommt vorbei, Halle 12, wir freuen uns. Und Dennis, vielen herzlichen Dank. Danke euch.